Willkommen zurück. Im letzten Video haben wir diesen einfachen Fall abgedeckt. Wir können das jetzt parsen hier. Und in diesem Video wollen wir uns ein paar andere Fälle anschauen. Sie haben ja wesentlich, soll ich sagen, längere Strings in den Testdaten drin. Und das ist jetzt ein vereinfachter Fall, aber ein guter Einstieg. Wir können mal das da parsen. Und jetzt wollen wir eben noch andere realistischere Strings parsen können. Ich fange aber hierzu nicht im Produktivcode an zu arbeiten, sondern ich mache weiter mit Test Driven Development und wir machen uns einfach einen komplizierteren Testfall. Das ist ein Fact, Public Void und wir hatten vorher Test Should Parse Short Result, dann nenne ich den einfach Test Should Parse Long Result. Also lang im Sinne von ausgeschrieben. Ich schreibe wieder das Arrange Act assert auf Vorrat hin oder given when then, wie auch immer Sie das haben wollen. Und jetzt denken wir uns das neue Problem aus. Und ein mögliches Ergebnis wäre zum Beispiel, dass Sie so in dieser Form auch in den Testdaten finden werden. FC Schalke 04 spielt 3 zu, sagen wir mal, 2 gegen den ersten FSV Mainz 05. Und dieses String hat jetzt ein paar Stolpersteine drin. Also wir haben jetzt da im Mannschaftsnamen Spaces drin. Könnte ich da einfach das erste Element nehmen, wenn wir es nach Space gesplittet haben. Und wir haben hier zum Beispiel auch eine Zahl drin im Mannschaftsnamen 04 und dann steht 3. Also wir müssen unterscheiden, das ist Teil des Mannschaftsnamens, das ist die Anzahl Tore der Heimmannschaft. Und hier das Gleiche, hier haben wir 2 Auswärtstore. Und der Mannschaftsname fängt mit einer Zahl an, endet auch mit einer Zahl. Also gibt es diverse Stolpersteine. Wir müssen uns aber gar nicht überlegen, was davon alles relevant ist. Wir probieren einfach mal aus, was passiert, wenn wir das Ding parsen wollen. Und da kommen wir jetzt recht weit. Parsed Result gleich SoccerTable.parseResult. Raw Result nehmen wir da. Das heißt ja genau gleich. Könnt ihr auch anders benennen. Ich führe den Test jetzt noch nicht, also ich führe ihn mal aus. Ich führe alle Tests aus, wichtig. Wir wollen ja nicht das kaputt machen, was vorher funktioniert hat. Okay, das funktioniert jetzt nicht. Input String Schalke was not in a correct format. Okay, jetzt scheitert der Test schon, weil hier, ich nehme mal an, das hat mit Array Index Operation zu tun. Wir wollten vielleicht, wir splitten das Ganze auf. Und dann nehmen wir das erste Element. Also wir müssen nicht einmal einen Assert schreiben und das Ganze scheitert schon. Wir haben jetzt genug Testcode geschrieben, damit wir hier weitermachen müssen. So, die Annahme hier war etwas optimistisch. Wir können einfach nach Space splitten und haben dann 3 Elemente. Und das funktioniert so gar nicht mehr. Wir müssen den Ansatz etwas ändern, wie Sie es vielleicht im Unterricht schon vorgeschlagen haben. Wir teilen mal den linken Teil, den Heimteil vom Gästeteil, der rechte, rechts vom Doppelpunkt. Also da werden wir jetzt recht stark umbauen müssen. Schauen wir mal, wie das geht am besten. Ich nehme vielleicht diese Zeile gleich einmal nach oben. Wir nennen das vielleicht Home oder Parts Home Away und wir splitten da das Raw Result. Und jetzt haben wir da unten natürlich Code, der nicht mehr kompiliert. Was machen wir damit? Wir lassen ihn mal stehen, bis wir ihn ersetzt haben. Oder wir können vielleicht auch mal den temporär auskommentieren und dann natürlich am Schluss löschen. Jetzt funktioniert eigentlich gar nichts mehr, haben diese 4 Angaben nicht mehr. Kann es einfach mal vereinfachen, mache jetzt da recht viel kaputt. Warte mal, das kompiliert wieder. Und dann schauen wir uns jetzt wieder das Problem an, das wir da zu lösen haben. Wir haben jetzt einen Auswärtsteil und einen Heimteil, einen Auswärtsteil. Nehmen wir mal String HomePart, Parts HomeAway 0. Und String awayPart gleich Parts HomeAway 1. So, jetzt schauen wir mal, ob wir da Code wiederverwenden können. Das ist jetzt der eine Teil. Das ist der andere Teil. Und nach Space splitten. Okay.
Ist eigentlich keine schlechte Idee. Die Frage ist dann, wie viel wir dann übernehmen. Hier könnte man sagen, nimm alle Teile bis auf den letzten. Und hier könnte man sagen, wir nehmen für den Namen jetzt alle Teile bis auf den ersten, um den Namen zu extrahieren. Das ist ein bisschen komplizierter. Fangen wir an mit dem Home Part. Also, was machen wir damit? Home Part, machen ein Split nach einem Space. Und ich nenne das Ding einfach mal Home Parts. So. Und jetzt wollen wir hier alle Elemente nehmen, bis auf das letzte. Und wie machen wir das? Es gibt verschiedene Varianten. Fangen einfach mal Sachen zu nehmen. Die Frage ist, wie viele? Und .NET hat da so schöne Methoden. HomeParts.take. Jetzt nehmen wir alle Elemente bis auf das letzte. Das heißt, wir können sagen HomeParts.length. Also 1, 2, 3, 4 Teile haben wir, wenn wir noch Space splitten. Wir wollen aber nur 3. Das heißt, die Länge minus 1. Nehmen wir mal das. Und dann wären das eigentlich die Home Goals, wenn es mir recht ist. String Home, das Home Team natürlich. Ist hier etwas nicht gut. Wir haben jetzt ein Array und wir wollen einen String, also müssen wir das noch joinen. Und das kann man mit der String.join statischen Methode machen. Und wir verbinden es mit einem Space, weil dieses Space haben wir alle rausgeschnitten hier beim Splitten. So, noch eine Klammer dazu. Und dann hätten wir das Home Team wieder gefixt. Sind wir wieder einen Schritt weiter. Schauen wir mal, wie es aussieht von den Tests her. Da wird jetzt immer noch einiges scheitern. Was knallt da? Okay, IB funktioniert nicht. Das ist eben noch der erste Test. Den haben wir auch kaputt gemacht. Das ist einfach ein leeres String. Schauen wir vielleicht das Auswärtsteam, aber lösen wir es gleich allgemein. String Away Team. Also wir werden sicher wieder ein String joinen müssen, weil das Ganze aufspaltet. Die Frage ist, also ein Array zu einem String joinen müssen. Wie machen wir das mit dem Auswärtsteil? Wir haben hier eigentlich die umgekehrte Situation. Wir wollen das erste Element nicht, aber alle weiteren Elemente haben von diesem String, der anhand des Spaces gesplittet worden ist. Und das kann man ganz einfach machen. Wir nehmen die Away Parts, müssen wir noch erstellen. Away Parts gleich Away Part.split nach dem Leerzeichen. Und sagen einfach Skip One. So einfach das erste Element weglassen. Das interessiert uns nicht. Das ist nämlich das Tor. Führen wir das mal aus. So. Scheitert immer noch. IB geht offenbar nicht. Jetzt bin ich ein bisschen überrascht. AwayParts.split anhand des Leerzeichens. Haben wir gemacht und dann machen wir Skip 1, Away Parts Skip. Ah, wir geben es noch nicht mit natürlich. Dummer Fehler. Aber dazu haben wir genau Tests. Dann wissen wir, dass wir noch nicht fertig sind. Es scheitert wieder, aber jetzt wegen den Toren. Das heißt, das mit dem Namen sollte hier wieder gehen, hier oben. Aber wir haben immer noch ein Problem. Jetzt. Wir haben einen alten Test kaputt gemacht. Jetzt müssen wir den wieder zum Laufen bringen, bevor wir hier weiter Asserts einfügen. Wir haben jetzt mit diesem ursprünglichen Design, das funktioniert überhaupt nicht hierfür. Und darum müssen wir jetzt ziemlich viele Sachen kaputt machen und neu wieder aufbauen. Und wenn wir dann die Asserts hinzufügen, werden wir dann sehen, vielleicht funktioniert alles sofort. Also schauen wir den Ansatz nochmal an. Wir haben jetzt einen Home Part und Away Part. Und wir können jetzt da weiterfahren. Wir haben Home Parts, Away Parts und wir wollen jetzt zum Beispiel noch Home Goals. So, wie machen wir das jetzt? Das wäre die Home Goals sind eigentlich beim Home Part das letzte, also das hinterste Element.
und das soll ein Integer sein. Also machen wir das int32.parse. Und jetzt, das können wir da rausnehmen, das letzte Element vom HomeParts. Wie macht man das? Schauen wir mal. HomeParts.skipLast. Nein, das. Wir können es mit einem Index machen. Wir haben da ein Array und wir nehmen einfach HomeParts.length-1 wieder. Das ist einfach das letzte Element. Das Gleichheitszeichen haben wir vergessen. Schauen wir, ob das hier funktioniert. Scheitert ihm noch etwas? Index out of range exception. Home parts müssen wir nehmen. Bisschen verwirrend. Ein anderer Fehler, ein Fortschritt. Okay, home goals scheint zu stimmen. Das Problem ist jetzt diese drei hier. Dann machen wir away goals auch noch. Und hier ist es anders. Hier haben wir dann away parts und dann können wir einfach das erste Element nehmen. Wir können auch take 1 schreiben wahrscheinlich. Ja, machen wir es mal so. Schauen wir, ob das funktioniert. Nein, da stimmt was nicht. Wir müssen es auch noch mit übergeben. Also es ist schon bei diesem Vorgehen, ich führe den Test aus und schaue, ob es knallt. Ich überlege mir dann mit der Zeit recht wenig. Also da hätte ich jetzt drauf kommen können, dass das noch mitgeben muss. Bisschen die Schattenseite vom TDD, man arbeitet dann recht mechanisch. Aber das Ergebnis schlussendlich, das ist korrekt und das ist wichtig. So, das funktioniert jetzt wieder. Ich habe den alten Testfall wieder zum Durchlaufen gebracht und jetzt ist die Frage, kann diesen auskommentierten Code löschen? Kann ich jetzt das Ganze auch noch für den neuen Testfall zum Laufen bringen? Und hier, wir können wieder anfangen damit, ich kann mal einfach diesen ersten Assert übernehmen. Also kommt da was zurück. Sollte nicht zu viel Testcode auf einmal schreiben. Ja, es kommt was zurück. Also wenig überraschend. Aber die erste wichtige, relevante Frage ist jetzt Assert equal. Wenn ich jetzt FC Schalke 04 erwarte vom Parse Result aus Home Team, funktioniert dieses Vorgehen wirklich auch für diese komplexeren Strings? Ja, das funktioniert offenbar. Ich kann es gleich, vermeide jetzt mal hier Copy-Paste und schreibe es hin. Erster FSV Mainz 05. Gespannt, ob ich da einen Fehler erhalte oder ob die Implementierung wirklich verhält. Ich habe eigentlich noch den alten Fall hier zuerst ausimplementiert, bis der durchlief, hatte hier noch keine Assertions, aber ich habe es offenbar allgemeingültig gemacht, eben in Anbetracht von diesem String, den ich abdecken wollte. Weiter mit den Toren. Was hat da? Schalke 04 hat 3 Tore. Parsed Result. Home Goals, Schalke ist die Heimmannschaft. Führe den Test direkt wieder aus. Mache nicht mehr Assertions, bis ich es wieder teste. Auch das klappt. Das kopiere ich jetzt einfach mal. Away Goals. 2 Auswärtstore. Stimmt das? Ja, es hat geklappt. Ich kann noch den Code vielleicht formatieren. Das ändert nicht viel. Soccer Table.test stashen. Schau mal ins Log, wie ich den letzten Commit benannt habe. Covered more involved case. Dann nehmen wir einfach diesen String da. Wie sie die Commit Message benennen, ist jetzt nicht das Hauptproblem. Und wir pushen das. Jetzt haben wir hier 2 schöne Tests und damit sollten Sie eigentlich das Parsing-Problem gelöst haben. Behaupte ich jetzt mal, vielleicht finden Sie ein Gegenbeispiel, dann müsste man die Logik entsprechend noch anpassen.
Das wäre es in diesem zweiten Video. Wir schauen uns dann gleich noch an, wie man vielleicht diesen Code etwas anders ausgestalten könnte. Bis dann.